Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck E.ON. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, E.ON ist einer der größten Energieversorger Europas. Das Geschäftsmodell hat sich in letzter Zeit aber deutlich geändert. In Zukunft will man vor allem mit dem Betrieb von Stromnetzen und dem Stromvertrieb Geld verdienen. Der Großteil des Umsatzes soll dabei aus dem Energienetzbetrieb kommen. Gegründet wurde die Firma im Jahr 2000, zumindest in seiner heutigen Form. So, bevor es losgeht mit dem Check noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information, gibt keine Handelsempfehlung. So, jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also, die Aktie kommt aus Deutschland natürlich und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 31 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und das gibt von mir einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 1 Euro auf 47 Cent je Aktie gefallen und in diesem Zeitraum gab es dreimal eine Dividendenkürzung und damit vergebe ich unterm Strich hier 0 Punkte. Dann zum dritten Kriterium. Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also den größten Rückschlag seit der Finanzkrise hatte die Aktie zwischen 2008 und 2016. Und zwar in diesem Zeitraum, da die Aktie ca. 88% hat verloren. Und das gibt von mir einen Minuspunkt. Dann zum vierten Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier hat die Aktie nach aktuellem Stand ca. 22% Wert verloren in den letzten 10 Jahren. Und auch das gibt von mir insgesamt einen Minuspunkt. Dann zum fünften Kriterium. Wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen feststehenden Geschäftsjahr 2020 bei 87%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von 13%. Und das ist nicht so berauschend, meiner Meinung nach. Und damit vergebe ich hier 0 Punkte. Dann zum sechsten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Und hier gab es in 2020 noch einen Gewinn je Aktie von 39 Cent. Und der soll dann im letzten Geschäftsjahr 2021 laut den aktuellen Schätzungen dann deutlich gestiegen sein auf 81 Cent. Und auch für 2022 erwartet der Analyst momentan einen leichten Anstieg und zwar dann auf 82 Cent je Aktie. Und das gibt für mich einen vollen Punkt. Dann zum siebten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also, das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2022 liegt momentan bei 15 und damit recht deutlich unter der 30er-Marke und auch das gibt von mir daher einen vollen Punkt. So, damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt E.ON in meinem Sicherheitscheck insgesamt unterm Strich einen Punkt von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheck-Ampel landet die Aktie damit auf der vierten Stufe, hat allerdings die dritte Stufe nur ganz knapp verfehlt. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem Sicherheitscheck und hier landet E.ON momentan mit dem einen erreichten Punkt hier auf dem 13. Platz. Also hier werde ich dann das aktuelle Video einordnen nach Veröffentlichung und hier ist noch das Aldi-Video verlinkt. Und da sehen wir, dass auch im letzten Check vor ca. einem Jahr die Aktie einen Punkt erreicht hat. So, und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt abschließend analysiere ich noch, ob die Aktie denn aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder und ihr seht immer zum einen den Kursverlauf der Aktie von circa 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme und das circa Anfang Februar 2022 und dann nochmal noch hier die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des Fairwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass aktueller Kurs knapp oberhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest leicht überbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier noch zum Abschluss der Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.